mangelt es zum Glück nicht. Wir haben keine Ausreden. Hier, das da sind alles die Pigmente. Ne? Genau, Murat, vielleicht willst du irgendwann auch mal Pigmente mischen mit Grundierweiß. Aber dann sagst du Bescheid, ne? Weil das ist, da brauchen wir eigentlich eine Maske und dann helfe ich dir dabei. Das kannst du dann mischen zum Grundieren. Dass ja, du, ja, genau. Das hängen wir eh mal bald ab. Ja, eine große mag ich wackeln. Sagst du Bescheid? Ja. Die Ausstellung heißt ja Interstellaris. Und als ich das erste Mal hier war, habe ich gemerkt, dass sie ja auch alle ihre eigenen Welten haben. Und für sie selbst sind die super klar. Jeder, jede von uns hat so eine eigene Welt oder wie man das auch nennt, einen eigenen Planeten. Da will ich auch gar nicht irgendwie groß eingreifen. Ich lasse die dann auch frei ihre eigenen Planeten da erstellen. Für mich war es klar, also schon beim ersten Gespräch, dass wir einen eigenen Kosmos oder ein Universum, ein Teiluniversum schaffen. Ist halt sozusagen nochmal vielleicht einen Schritt rausgezoomt von dem Planet Erde. Natürlich sind wir hier, aber irgendwie einfach so ein Gedankenanstoß, dass man auch von sich selbst auch mal rauszoomen muss, um überhaupt zu verstehen, dass zum Beispiel jede einzelne Person eine eigene Realität hat. Es ist schon ein Universum, in dem wir uns befinden, so jedes Mal. Das ist eine Tischdecke, da sind schon die Motive drauf gestickt. Und Volker hat die dann mit dem Kreidestift einfach nachgezeichnet. Also ausgemalt. Die Künstlerin hier, gleich am ersten Tag. Ich habe denen die Materialien gestellt, ich habe denen grob erklärt, was sie tun sollen. Und zwar frei arbeiten, wie sie es immer tun. Die sind offen für jeden Input, den ich gebe. Wir kommen hier morgens rein, Punkt 10 Uhr wird der Schalter umgelegt und sie sind direkt im Tunnel. Die fangen immer sofort an. Ich finde es super erstaunlich, also mir macht es Spaß. Ich habe jetzt die ganze Zeit währenddessen teilweise nur da gesessen. Ich dachte, ich würde selber mitarbeiten, aber das wollte ich und brauchte ich nicht, sondern habe es irgendwie gerne angenommen, dass ich einfach in so einem konzentrierten Raum sitzen kann, wo die Leute sehr bei sich sind. Jetzt versuch mal, mit deinem Körper anders zu arbeiten. Ja, mit dem ganzen Arm. Es geht um diese Felder hier. Die sind ungefähr... Genau, und das zieht sich aber durch das ganze Bild. Bitteschön, das ist jetzt deine Geste, dein Pinselstrich. Das ist ein Riesenunterschied so zu dem, wie ich das vielleicht in der Akademie wahrgenommen habe. So, da kommt der Punkt, wo das den Leuten selber klar ist, was sie machen. Aber wir lassen uns auch zu sehr von außen schnell eingreifen, vielleicht lenken, manipulieren, verunsichern, wie auch immer. Das ist hier einfach überhaupt nicht der Fall. Und zur Kunst kam ich so vor 26 Jahren. Das war hier im Braunschweig, als eine Decke auf den Kopf gefallen ist. Da habe ich mir gesagt, du musst was tun irgendwie und kannst nicht den ganzen Tag noch rumgammeln. Und dann habe ich angefangen zu malen. Also, wenn ich was fertig habe, so, dann verkaufe ich das meistens an die Kumpel und das deckt dann meine Materialkosten. Der sammelt die Sachen. Seit 4 Jahren ungefähr bin ich auf Wanderschaft. Ich ziehe fast jedes Jahr um. Aktuell lebe ich in Istanbul für das Jahr 2023. Davor war ich in Basel ein Jahr, davor in NRW in Krefeld, davor in Karlsruhe. Nächstes Jahr geht es erstmal für 5 Monate nach Nürnberg. Da habe ich das Marianne Defert-Stipendium bekommen für Malerei. Und wahrscheinlich bin ich in der zweiten Hälfte des Jahres in China. Das Konzept, das ich mir vorgenommen habe, bewusst in diese Länder hinzuziehen, wo ich dann minimal Teil von dieser Kultur erfassen darf und kann,
Und das wird dann automatisch in meine Bilder mit einfließen. Es ist sehr oft eher ein unterbewusstes Malen. Ich profitiere persönlich, aber halt auch in meiner künstlerischen Arbeitsweise sehr davon. Und ich merke aber auch, dass ich das als Mensch für mich auch brauche. Also ich suche die Interaktion, auch die Schwierigkeiten sozusagen. Hab gemerkt, dass es gut funktioniert, je offener ich bin. Auch nichts irgendwie vergleiche mit irgendeinem Ort von vorher oder so. Das sind Mitternachtszahlen. Hier, 24 Uhr. 10 mal 24. Und die sind von ganz hoher Bedeutung in der Nacht. Einsam die Nacht. Ich gehe abends gerne früh schlafen. Das ist Buschenschulz hier. Und das ist irgend so eine x-beliebige fremde Ente da. Väterlicherseits habe ich türkische Vorfahren, mütterlicherseits kurdisch-Aserbaidschan. Selber im Ruhrpott geboren, aufgewachsen. Je nachdem, wo ich zu Besuch war, war ich immer in einem klar unterschiedlichen Kontext. Und habe eigentlich, ohne dass ich das, glaube ich, bewusst gemacht habe, habe ich mich direkt auch der Umgebung irgendwie angepasst, um auf eine Art Teil davon zu sein. Aber das Witzige ist, egal wie viel ich mir Mühe gegeben habe, ich war immer genau derjenige in diesem Kontext, der ja nicht dazu gehört. So, in Deutschland bist du der Türke, in der Türkei bist du der Deutsche. Dann in dem kurdischen Kontext, da verstehe ich wieder gar nichts, da bist du dann wieder auch der eigentlich Türke. Wenn man mich ausstoßen wollte, war ich immer dieser Gegenpol. Das habe ich aber so nie verstanden. Ich akzeptiere das nicht, weil ich würde das gerne mal definiert bekommen, wo die Grenzen anfangen, wo sie aufhören. Und es ist einfach ein Ineinanderfließen. Das thematisiere ich in meinen Bildern. Also darum geht es mir, um sogenannte, ich nenne sie hybride Welten. Es hat kein Ende, keinen Anfang. Und deshalb bin ich auch unterwegs. Ah, noch weiter blättern. Helima. Helma, Helima. Henno. Hennostraße. Hennostraße. Die habe ich noch nicht. Die Straße. Ich habe 2019 mein Diplom gemacht an der HBK Braunschweig. Meine Diplomarbeit war eine Rauminstallation, ähnlich wie hier. Also da waren es dann 28 verschiedene Stoffe, auf denen ich gearbeitet habe. Die Stoffe sind aus dem Fundus meiner Eltern. Die haben die vor 35 Jahren auf dem Markt verkauft.
Sie sind Markthändler. Das waren sie eigentlich schon immer, seitdem ich denken kann. Erst haben sie so Klassiker aus so einem VW-Bus heraus, ein paar Obst- und Gemüsekästen, Duisburg-Binnenhafen gekauft, türkische Straßen abgeklappert, so ihre erste Mark verdient. Und dann sind die halt auf diese Stoffe umgestiegen. Ich habe halt auch mit denen gespielt. So, ne? Entweder habe ich mich mal teilweise verkleidet oder habe irgendwie für meine Mini-Auto-Modell-Dinger so Landschaften gebaut. 2016, als ich dann mit dem Kunststudium angefangen habe, Norbert Bisky meinte so, hey, je persönlicher, ne, darum geht's. Und das hat sofort Klick gemacht. Ich war jetzt, okay, ich habe gar keine Lust auf klassische Malerei, Leinwand, Grundieren, Aufspannen. Ich wollte direkt auf diesen Stoffen arbeiten. Ich wusste, unser Keller ist voll, weil da seit über 30 Jahren oder 35 Jahren die Stoffe rumlagen. Die Ausstellung. Ja, für die Ausstellung. Toll. Hallo. Wenn eine wieder übrig hat. Und wir gucken mal, ob wir noch einen übrig haben. Und wollen wir diesen Staubsauger in die Ausstellung integrieren? Ja. Dann bist du auch dabei. Ja. Ist das die Düse? Ja. Mhm. Ja, die Damm stehen. Mhm. In den Ecken schauen. Das ist wunderschön, Lutz. Wunderschön, ja. Guck mal, Carsten lernt dich jetzt noch mal ganz neu kennen. Wer denn? Carsten. Ihr sitzt ja sonst ziemlich weit auseinander. Carsten, guck mal, Carsten. Und könntest du dir vorstellen, da noch ein bisschen mehr zu zeichnen? Ja. Ja? Würdest du machen? Da, genau, da kannst du auch gleich was drauf zeichnen. Nein. Nee? Ah, das nimmst du mit. Ist auch okay. Ist auch gut. Ja. Wir beide zusammen. Du fängst an, ich mache hier weiter und dann komme ich dazu. Ja! Sehr gut. So sieht die aus. Ah. Ja, ich glaube, die kenne ich. So eine ältere Version. Ja, die haben wir schon 17 Jahre. 17 Jahre? Ja, haben wir bei Klinge mal bestellt. Klinge? Bei Klinge. Was ist das? Ein Katalog. Aha. Ich nagel die Stoffe direkt an die Wand. So arbeiten die KünstlerInnen auch hier. Und das wird nicht grundiert. Zum Schluss, je nach Arbeit, je nach Kontext, überlege ich mir das dann, wie ich das präsentiere. Und für mich ist alles auf Augenhöhe, alles auf einer Ebene. Und am Ende, so sagen wir, von der Bildkomposition wirkt es auf mich oder muss es am Ende eine Art Harmonie, eine Balance herstellen. Auch wenn es super überbordend ist für Außenstehende, für mich ist es das nicht. Aber was für Felder? Ja, das ist es eben. Also das sieht schon wieder ganz anders aus, weil das so eine Richtung hat. Yeah.
es ist auch so, dass die Ausstellung selbst halt auch wie so ein Kosmos ist, in den man eintritt. Mir ist bewusst, dass es viel ist, sehr, sehr viel ist. Ich merke es auch selber, weil ich ja versuche, alle irgendwie zusammenzufügen, auch gleichermaßen den Raum zu geben. Vor allem das dann zum Beispiel in der Installation auch als ein Gesamtwerk, um das zusammenzugreifen. Also es ist für mich eine ganz andere Art des Arbeitens gerade. Weil sie vorab ja ihre eigenen Kosmen oder Teile davon erarbeiten, mir geben. Und ich schaue, was ich wie zusammenfügen kann. Dann muss ich halt beim Aufbau dann auch irgendwo eingreifen. Ich übernehme da dann verschiedene Rollen. Mal bin ich eine Brücke, mal eine Tür, mal gehe ich auch auf die Art der Sprache von denen ein. Also weil ich ja dann eigentlich, keine Ahnung, Winnie mit Carsten verbinde in einem Bildausschnitt und dann Teile von Winnies Denken oder Malen, Schaffen übernehmen muss, um die Verbindung zu Carsten herzustellen. Ich bin in einem gewissen Prozess wie bei Winnie, dann wiederum wie bei Johanna, dann erkenne ich mich bei Murat wieder. Ich habe mich überall irgendwie wiedererkennen können. Für mich sehr spannend. Wie eine neue Sprache lernen. Und das ist so maximal fordernd, was ich gut finde. So, da. 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 Furchtbar mit den Aquarellkasten. Sind die Farben gar nicht fest drin. Man hätte durchschauen nehmen sollen da. Hier im Geyso entwickelt sich eigentlich die Installation vor Ort. Sie passt sich an den Raum an. Allerdings ist es so, unabhängig von dieser Installation, ist es bei all den Installationen, die ich mache, die beziehen sich auf den Ort am Anfang, sind aber dann fähig, sich auch in anderen Orten wieder unterzubringen, einzufügen. Und das wird auch mit der Arbeit im Geyso genauso sein.